So, ich hoffe, in dieser Folge schaffen wir es endlich, das zu beenden, was ich angefangen habe. Und schaffen es, den kleinen Timmy glücklich zu machen und mit ihm gemeinsam auf unseren Schildkrötenpanzern hier diese Rutsche, sobald sie denn fertig ist, runter zu rutschen. Ich glaube, diese Fuhre wird es noch nicht sein. Ich glaube, da brauche ich noch irgendwie zwei, drei Fuhren mehr. Mensch, der Timmy muss sich echt gedulden. Das zögert sich hinaus hier mit seinem Projekt, also mit dem Geschenk. Armer kleiner Timmy. Aber da sieht man mal, wie viel Arbeit man sich als guter Vater für seinen Sohn macht. Gerade zu Weihnachten. Wir sind ein super Vater. Es ist eigentlich lustig, wie das Bewusstsein, dass ich später alles Mögliche rausschneide, mein Commentary beeinflusst. Ich rede halt viel, viel weniger. Und ich glaube, ich labere auch sehr viel weniger Scheiße, weil ich mir bei allem nochmal dreimal überlege. Oder dreimal überlege nicht, aber einfach nochmal nachdenke, bevor ich es wirklich sage, weil ich überlege, das muss ich mir alles selber nochmal anhören, um das dann zurechtzuschneiden. Und da will ich nicht die ganze Zeit nur zuhören, wie ich irgendeinen Stuss von mir gebe. Aber andererseits würde ich auch nicht sagen, dass das Commentary dadurch jetzt irgendwie hochwertiger geworden ist. Sag mal, die haben wir nicht umgebracht, oder? Die lag da jetzt einfach so rum. Ist wahrscheinlich verhungert. Armes Weib. Naja, passiert. Die Knochen gehören uns. Boah, wenn man Knochen dafür brauchen würde, also für diese Rutsche, das wäre hart. Wobei ich da, glaube ich, einige auf Lager habe, aber für so eine lange Rutsche müsste ich da trotzdem noch mal ein bisschen farmen. Und was ich auch noch fragen wollte, ob es eine Nachfrage nach Erklärvideos oder Erklärungsvideos gibt. Weil ich habe das Gefühl, da gibt es eigentlich zu The Forest schon genug von anderen deutschen YouTubern. Aber ich habe in den Kommentaren zum Beispiel auch so ein, zwei Fragen bekommen. Waren zwar alle von derselben Person, aber hey. Von daher, falls ihr das gerne sehen möchtet, dann könnt ihr das auch gerne nochmal schreiben. Oh mein Gott. Es nähert sich dem Ende. Es nähert sich dem Ende. Es ist gleich soweit. Oh Gott, nein. Wie wenig fehlt denn hier bitte? Sind das drei Stöcke oder was? Ich laufe jetzt so nochmal los. Den Schlitten brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr dabei. Ich finde auch die Anzeige, wo man sieht, wie viel man noch braucht, ist manchmal schwer zu erkennen. Also gerade bei Tag ist es manchmal ein bisschen zu weiß. So, ich glaube, wir schließen es jetzt ab. Nein! Och. Hä? Was ist eigentlich dieses Zeichen? Heißt das nicht, dass es kaputt ist? Es ist doch nicht kaputt. Ich brauche doch nur noch ein oder zwei Sticks. Da sind noch kleine Bäumchen. Und da liegt sogar ein Stick daneben. Oh ja. Sehr gut. Jetzt sollte ich, glaube ich, genug haben. Oh, das geht schon ziemlich nach oben. Ich hoffe, dass man da einfach gut durchkommt. Und nicht da dann sehr abrupt stoppt. Das wäre so ärgerlich. Und hier die Kurve. Na, da fliegt man nicht raus. So scharf ist die Kurve nicht. Nein, nein, das wird alles funktionieren. Das wird alles funktionieren. Keine Sorge, Leute. Okay, ich möchte es gerne vollenden. Ja, warum geht das hier nicht? Hm? Geht es hier? Warum geht es hier nicht? Ich sehe es doch da. Wir haben's. Wir haben's. Das ist unsere Rutsche. Hui. Okay, so geht das nicht. Dann kommt jetzt hier am besten Fancy-Weihnachtsmusik. Und ich präsentiere Timmy sein Geschenk. Das ist doch ein Plan. Das ist ein guter Plan, ja. Erstmal nach Hause, um dem Timmy Bescheid zu sagen, dass sein Geschenk fertig ist. Oh, der wird sich so freuen. Hui!
Der wird richtig gehypt sein. Noch gehypter. Okay, ich bin einfach durch den Stamm durchgeflogen. Geil. Noch gehypter als ich. Timmy wird mich lieben. Ja. Er wird mir in die Arme fallen. Nicht um die Arme. Er wird mir in die Arme fallen und wird sagen, oh Papa, das hast du für mich gebaut. Ich kann es kaum glauben. Falls ihr mir das weird findet, dass ich mich selber Papa nenne. Ich bin ja eigentlich in dem Spiel männlich, also... Ich bin ein Papa. Ein stolzer Papa von diesem kleinen Jungen hier. Timmy, ich hab was für dich. Du musst nur mir folgen. Dort hinten wartet ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk auf dich. Ach, jetzt ist sogar Abend. Das passt ja zur Weihnachtsstimmung. Ich mach nochmal das Feuer an, dann feiern wir jetzt gemeinsam hier Weihnachten. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. So, Timmy, pack deine Sachen zusammen. Wir fahren Achterbahn. Hey! Das sieht halt auch schon cool aus jetzt. Wenn das noch funktioniert, dann bin ich im Himmel. Und Timmy garantiert auch. Der gute Timmy. Du. Jingle bells, jingle bells. Ach, hey, Timmy, du bist schon da. Ja Mensch, guck mal, was ich dir gebaut habe. Stunden, nein, Tage habe ich hier verbracht, nur um dir das ultimative Erlebnis zu bieten, um dir das beste Weihnachtsgeschenk der Welt zu bauen. Es ist deine persönliche Schildkrötenachterbahn. So, Timmy, dann packen wir mal unseren Panzer aus hier. Und du setzt dich hinten bei mir drauf. Ne, du springst hinten drauf, wenn ich losfahre hier mit dem Panzer. Das machst du. Ich glaube an dich. Okay, Leute, es geht los. Wir probieren die ultimative Achterbahn aus. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ja. Oh. Ja, das kann ich doch auch keinem zeigen. Warum macht ihr das nicht? Komm. Brauche ich irgendwie einen Startsprung? Was macht er denn? Warum schlägt er nur damit? Ja, ja, ich habe es geschafft. Okay, okay. Oh, das ist... Okay, Nein. 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 Warum? Das kann doch nicht wahr sein. Fliegt man da echt aus der Kurve raus? Das muss ich gleich nochmal probieren. Vielleicht starte ich ein bisschen weiter vorne. Ey, wenn das jetzt echt fehlerhaft ist, dieser Achterbahn, dann heul ich. Mann, da wollte ich dem Timmy so ein schönes Erlebnis bieten, dann bin ich abgestürzt. Gott sei Dank ist er diesmal nicht raufgesprungen. Das macht er natürlich nur bei dem ultimativen finalen Testlauf, wo es dann funktioniert. Ey, das ist halt auch... eine Scheißkurve hier. Kann ich da vielleicht... Kann ich da ein bisschen tricksen? Ich versuche das mal damit zu kitten. Wenn ich Glück habe, dann funktioniert das. Und dann versuche ich mal zu schauen, wo noch mehr fehlerhafte Stellen sind. Und für den ultimativen finalen Testlauf, der dann kein Testlauf mehr sein sollte, wird es dann funktionieren, hoffentlich. Ey, wenn man das damit kitten kann, dann bin ich glücklich. Dann weine ich doch nicht. Vielleicht hätte ich es nicht ganz so kurvig machen sollen für die allererste Achterbahn, die ich überhaupt baue. Nicht ganz so experimentierfreudig. Dann lieber im Creative Mode ausprobieren. Hier könnte es halt auch kritisch werden. Ich versuch's nochmal eben. Ich fahre noch einmal durch und schaue, ob das so funktioniert, wie es jetzt ist. Wäre ja schön. Oh, ich sollte was essen. So, ich weiß, Timmy, die Weihnachtsnacht ist vorüber, aber dein Papa muss erstmal... ausprobieren, wie man das hier genau macht. Hui, hui, ja, lustig, haha. Oh Gott. Nein. Jetzt fliegt man so raus. Ich wäre ja sauer auf die Entwickler, wenn ich nicht selber hier ein bisschen sehr experimentierfreudig mit gewesen wäre. Und einsehe, dass das nicht unbedingt deren Schuld ist. Okay. Okay, da muss ich jetzt aber schon sagen, das sehe ich nicht ganz ein, dass man so einfach überfliegt.
Das ärgert mich. Ich probiere das jetzt so lange, bis ich irgendwann einfach durchkomme. Timmy, du schaust zu, es ist jetzt meine Achterbahn. Papa muss das hier erstmal regeln. Okay. Okay. Ja, scheiße. Durch diese krasse Kurve hier verliert man halt alles an Speed. Scheiße. Also selbst wenn man nicht rausfliegt. Komm, hör auf. Ich will aufstehen, danke. Selbst wenn man hier nicht rausfliegt, durch diese krasse Kurve verliert man so viel Speed, dass man hier nicht mehr hochkommt. Weil hier ist ja dann gleich wieder das... Ja... Okay, wie sieht's denn ab hier aus? Geht das? Oh, oh nein. Nein, nein, da fliegt man auch raus. Da fliegt man auch raus. Leute, ich habe eine Achterbahn gebaut. Und sie ist scheiße. Ja. Hey, Timmy. Dein Weihnachtsgeschenk ist gefailt. Die traurige Geschichte, wie wir es nicht schafften, die Beziehung zu unserem Sohn zu kitten. Weil wir eine Achterbahn bauten, aus der man einfach jedes verdammte Mal rausflog. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich gerade sehr unzufrieden bin mit dem Outcome dieses Projektes. Einfach, weil ich mich drauf gefreut habe, hier die Achterbahn runterzuschlittern. Und was passiert? Entweder ich stoppe mitten auf der Strecke oder ich mache genau das hier. Und ja, das macht so eigentlich auch Spaß. Könnte man auch als eine Art von Achterbahn sehen. Aber wofür habe ich dann all die Arbeit in das Projekt gesteckt? Wofür? Leute, wofür? Dass es hier schön in der Gegend rumsteht und nichts bringt. Nicht mal Spaß. Ich denke, ich werde das Ganze nochmal versuchen. Und ich werde vielleicht ein bisschen mit den Mechanics von der Achterbahn rumspielen, dass ich eventuell im Creative Mode dann tatsächlich eine perfekte Achterbahn baue. Die ist dann nicht für Timmy, die ist dann nur für uns. Beziehungsweise für euch. Und dann kann ich euch zeigen, wie ungefähr das funktioniert, wie man das bauen muss, damit man eben nicht so ein Misserfolgserlebnis hat, wie ich gerade. Muss man ja auch zeigen. Aber hey, man kann sie entlanglaufen. Das ist ja fast so cool, wie wenn man sie entlang slidet. Yay. Also entweder müssen sie die Sliding Mechanics meiner Meinung nach ändern. Oder man bräuchte halt hier einen höheren Zaun. Oder ich passe mich dem Ganzen einfach an und finde heraus, wie die Mechanics funktionieren. Ich glaube, das ist das Sinnvollste für den Moment. Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Und ich glaube, aus lauter Scham gegenüber Timmy baue ich ihn einfach ganz schnell mal hier ab. Das will doch keiner sehen. Tschüss, Timmy. Es tut mir leid. Viel Spaß auf der Achterbahn. Es tut mir leid, Timmy. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich bin ein schlechter Vater. Bitte, Timmy. Bitte sag doch was. Irgendwas. Irgendwas. Timmy, liebst du mich noch? Timmy. Nein. Nein. Mein Sohn. Mein Sohn. Ich will nicht mehr leben. Tschüss, Welt. Tschüss. Bist du jetzt glücklich? Bist du jetzt glücklich? Vielleicht sollte ich vorher speichern.